Jolette, willkommen zurück bei Bavarian Muskrat zu einer neuen Konzepttour. Dieses Mal oldschool-mäßig eine reguläre Konzepttour in den Wald raus. Wir gehen nicht ins Kongo-Lager. Kongo-Lager existiert aber nach wie vor. Und wir machen heute mal wieder eine jugoslawische Konzepttour, allerdings mit einem Neuzugang. Und ihr könnt es an mir schon sehen. Ich habe einen originalen und vollständigen Scharfschützenanzug der ehemaligen jugoslawischen Volksarmee im Moll 68 Tarnmuster bekommen. Wirklich eine Seltenheit und auch was, was man definitiv auch bei YouTube nicht alltäglich sieht. Ihr könnt sehen, ich habe auch das originale passende Rucksackcover dazu. Und zu diesem Scharfschützenanzug gehören auch noch ein paar andere Sachen dazu, die ich jetzt gerade noch nicht anhabe. Die werden wir uns nachher anschauen. Wir gehen jetzt in den Wald rein. Ich werde mir dann ein schönes Lager aufbauen. Habe auch die originalen Moll 68 Zeltbahnen passend dazu dabei und das jugoslawische Armeekochgeschirr. Und dann werden wir uns auch noch was Schönes zum Essen zubereiten. Dazu erzähle ich euch dann später mehr. Jetzt geht es erstmal weiter tief in den Wald rein. Nachdem ich jetzt eine Weile im Wald unterwegs war, habe ich eine schöne Stelle gefunden, wo ich mich niederlassen möchte. Ich war hier auch schon ein paar Mal in dieser Gegend unterwegs. Auf der Seite ist es relativ licht. Da habe ich einen guten Sonneneinfall. Und auf der anderen Seite bin ich von hinten ein bisschen blickgeschützt. Da ist ein sehr dichter, kleiner Wald mit kleinen Nadelbäumen. Und da kann ich mal schön mein Lager aufbauen. Ihr könnt sehen, hier liegt ein Haufen Totholz rum, was ich als Baumaterial verwenden kann. Jetzt werde ich mir erst einmal mein Lager aufstellen und danach schauen wir uns dann den Anzug in Ruhe an und dann wird gekocht. So Leute, mein Aufbau steht, habe mir diesmal ein kleines bisschen was Neues überlegt. In der Form hatte ich es jetzt so noch nie aufgebaut. Wir haben links und rechts jeweils eine viereckige Zeltbahn im besagten Moll 68 Camouflage der ehemaligen jugoslawischen Volksarmee. Für mich definitiv eins der schönsten Tarnmuster, die es gibt. Zählt es ja irgendwo so ein bisschen zu den Exoten. Es ist ein seltenes Tarnmuster, ein Tarnmuster, was man nicht so oft sieht und ja, wo jetzt auch nicht so viel drüber bekannt ist und so viel erzählt wird. Was mir sehr gut gefällt, ist das, dass man hier versucht hat, irgendwie Äste nachzuahmen. Also generell Woodland-Camouflage, aber halt erstens mal die Farbgebung und diese langgezogenen Linien, die mich so ein bisschen an Ast- und Blattwerk erinnern. Habe ich eben zweimal die Gegner überliegend an einem Zweibein befestigt. Unten habe ich sie dann mit einem Hering fixiert. Zeige ich mal das von vorne. Hinten habe ich die Flügel geschlossen. Die habe ich an der hinteren Stange mit Expanderschlaufen befestigt. Und nach vorne habe ich das Ganze ein bisschen aufgestellt. Somit ergibt sie eigentlich so eine schöne Form, wo man gut windgeschützt ist von allen Seiten, bis auf der vorderen Ansicht. Aber bin ganz zufrieden heute mit dem Aufbau hier. Vom Schnitt her, ich habe es schon mal in anderen Videos erzählt, sind diese Zeltbahnen von der jugoslawischen Armee ähnlich wie andere Zeltbahnen aus dem, in Anführungszeichen, Ostblock. Also die ist ähnlich geschnitten wie die NVA-Zeltbahn. Und was bei denen auch typisch ist, ist das, dass die nur einen Handdurchlass anstatt zwei Handdurchlässen haben, die man hier aufknüpfen kann, um das Gewehr praktisch zu greifen. Und oben in dem Bereich ist ein schönes Kordelsystem eingearbeitet,
das man dann zuziehen kann, um oben die Kapuze zu formen, wenn man das Ganze als Poncho verwenden würde. Das sieht man hier nochmal, da schauen nochmal die anderen beiden Kordeln raus, die eben da eingenäht sind. Gehe nochmal außen rum. Also meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr schönes Tarnmuster. Ich hatte mal in einem Kroatien-Urlaub eine ergattert und dann hat es wirklich ewig gedauert, bis ich mal wieder welche gesehen habe. Und dann habe ich allerdings gleich 4 Stück auf einmal kaufen können. Also ich habe nur 2 weitere, könnte also auch größere Aufbauten mit dem Ganzen probieren. Schauen wir gleich mal ein kleines bisschen ins Lager rein. Hinten der Helicontex Ranch Chair. Hier habe ich mal Elefantenhaut reingelegt, also mein großer britischer Armee-Rucksack. Da hat dieses Rucksackcover, wie ihr vorher sehen konntet, drüber gepasst. Also ich habe ihn zwar diesmal nicht komplett voll gequetscht, aber es war doch schon einiges drinnen und ich habe trotzdem noch das Rucksackcover drüber gebracht, obwohl das mit Sicherheit nicht für so große Rucksäcke gedacht war. Hier haben wir diesen Baumstumpf, da haben wir auch so ein bisschen mal Arbeitsmaterial hergelegt, meine ganzen Taschen, wo die Schnüre und Heringe drin sind und meine Arbeitshandschuhe. Hier mein modularer Outdoor-Tisch von Schwarze Biene Outdoor. Und da könnt ihr ja drauf schon sehen, habe ich heute das alte jugoslawische Kochgeschirr mitgenommen von der jugoslawischen Armee. In dem will ich mir danach meine Mahlzeit erwärmen. Die werde ich hier auf dem S-Bit-Kocher zubereiten. Und zwar haben wir da von diesen Fertiggerichten, die ich euch auch schon mal ganz kurz angeteasert habe, von Bautzner, also vom Bautzner Senf, heute das Würstchen-Gulasch. Freue mich, das zu probieren. Und dazu mache ich mir hier im Wasserbad einen Naturreis in einem holländischen bzw. britischen Kochgeschirr. Und das Ganze werde ich mal mit dem Schweizer Notkocher, in dem eine Brennpaste drinnen ist, erwärmen. Hier vorne kann man noch ein kleines bisschen anderes Equipment sehen. Das ist der Rest, wo zum jugoslawischen Kochgeschirr dazu gehört. Die kleine Trinkflasche, da ist mal Trinkwasser drinnen. Dann haben wir hier den Topfbecher, wie ihr es immer nennen wollt. Also ist das Kunststoff, kann man jetzt nicht als Topf hernehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann sich eine Suppe zum Beispiel da reingeben. Und dann haben wir hier noch was für kleinere Sachen, Beilagen, was auch immer. Und das originale Besteck, was hier dabei ist, mit der zugehörigen Tasche, in der das Ganze dann verstaut werden kann. Und auf der anderen Seite ist noch meine britische Trinkflasche. Die habe ich bloß noch zusätzlich mitgenommen, weil ich ein bisschen mehr Wasser brauche, um mir den Reis hier zu erwärmen und auch noch was zum Trinken dann übrig ist. Bevor jetzt die Koch-Action beginnt, würde ich sagen, reden wir erst einmal über den Scharfschützenanzug. Ich habe euch gesagt, da gehört noch was dazu, was ihr vorher noch nicht gesehen habt. Das zeige ich euch jetzt, werde ich dann auch anziehen und dann schauen wir es uns nochmal komplett an. Und zwar habe ich hier schon ausgebreitet, gehören ebenfalls zu diesem Anzug diese Handschuhe dabei. Die sind auf einer Seite mit so Gummibändern vernäht und auf der anderen Seite ist dann der Stoff drauf. Damit kann man also seine Hände dann auch noch abdecken, werde dann nachher anziehen. Und zusätzlich haben wir hier noch eine Kopfhaube, das ist ähnlich wie so ein Imkerhut. Da ist hier noch ein Netz eingearbeitet, durch das man dann rausschauen kann, aber von vorne dann eben auch das Gesicht getarnt ist. Bei dem vermute ich, dass es eine Einheitsgröße ist. Beim Anzug selber meine ich, dass es 4 verschiedene Größen gab. Zumindest ist das mein aktueller Stand der Dinge. Falls einer von euch da mehr Infos hat, darf er sich ja gerne bei mir melden. Und hier sieht man noch das Rucksackcover. Da ist auch noch so eine Art Gürtelsystem mit drinnen und ein Haufen Schlaufen und Knöpfe sind auch noch mit dort, also Anbringmöglichkeiten. Da weiß ich halt nicht genau, was die Verwendung dafür war. Also ich vermute, dass man das irgendwie so an der Koppel oder am Gürtel auch befestigen konnte. Zusätzlich dient das Rucksackcover auch als Tragebeutel, wenn man den Anzug nicht verwendet. Also wenn man den praktisch nicht anhat, kann man den da reinmachen und das wie so ein Knäuel in so einem kleinen Seesack praktisch dann verstauen. Wäre mal interessant, da eine Originalanleitung zu sehen oder jemanden, der halt genau weiß, wie das Ganze funktioniert, also welche Funktion die einzelnen Knöpfe hatten, die da mit drauf sind.
Und was man hier noch sehen kann, ist das, dass da auch noch zusätzlich ein Kordelsystem eingearbeitet ist. Also ich habe praktisch das Rucksackcover über den Rucksack gezogen, habe dann nach hinten das Kordelsystem zugemacht, damit er eng wurde. Und mit diesem Gürtel habe ich es dann einfach nur mal zusätzlich fixiert, das Ganze. Und ihr konntet ja sehen, dass das sehr gut funktionierte. So, jetzt ziehe ich das Ganze an und dann reden wir weiter. Also Leute, jetzt habe ich einmal für euch den kompletten Anzug angezogen. Ihr könnt sehen, ich habe die Haube auf und die Handschuhe angezogen, die so mäßig, sage ich jetzt mal, die Hände abdecken. Also die dürften ruhig ein kleines bisschen enger sein. Und jetzt gehe ich mal zurück und drehe mich einmal rum, dann könnt ihr den Anzug sehen. Wenn ich ihn beschreiben müsste, würde ich sagen, er hat eine Ähnlichkeit mit dem italienischen Fallschirmspringeranzug. Das ist ja ebenfalls ein Anzug, den man über die eigentliche Kleidung drüber trägt. Und so ist es in diesem Fall auch. Also das Ganze ist natürlich ein bisschen weiter geschnitten. Man hat hier zwar auch diese Eingrifftaschen, aber die haben nicht direkt eine Innentasche, außer diese aufgesetzte Brusttasche hier vorne. Ansonsten kann man durch diese Taschen wie bei einem Schlupfhemd nach innen durchgreifen. Alles in allem auf alle Fälle ein sehr interessanter Anzug, der sehr schwierig zu kriegen ist. Da geht auch nochmal ein Dank an meinen YouTube-Kollegen, den Joscha vom YouTube-Kanal Joscha und Dexter auf Tour raus, der mir den Tipp gab. Wir haben uns diesen Anzug nämlich beide besorgt und mussten dann sogar nochmal untereinander tauschen, da er eine größere Hose braucht und nicht eine kleinere Hose. Und zufälligerweise war das genau bei uns der Fall. Man konnte nämlich diese Anzüge nicht nach Größen bestellen, sondern das war ein reiner Zufall. Die kamen eben in diesem Knäuel drinnen und wir wussten beide nicht, was wir für Größen bekommen. Und Gott sei Dank ging es dann genau so raus, dass wir im Nachhinein nur mal einen kurzen Tausch machen konnten. An der Stelle nur mal danke an dich, Joscha. Und jetzt geht's ab ins Lager und wir machen was zu essen. Also, nachdem wir jetzt wirklich lang genug geredet haben, würde ich sagen, fangen wir mal zum Kochen an. Ich habe nämlich auch schon wirklich ein bisschen an Hunger inzwischen. Jetzt machen wir mal das Würstchen-Gulasch auf. Mhm. Riecht sehr gut. Würzig auf alle Fälle. Hätte jetzt gar nicht erwartet. Ich glaube, dass das auch sehr gut schmecken wird. Also ich habe ja inzwischen schon das Gulasch probiert, was wirklich gut war. Und habe jetzt noch diese Fleischbällchen zu Hause. Von der Größe her passt es auch ganz gut in dieses etwas kleinere Kochgeschirr hier rein. Das nehme ich mir mal gerne mit, wenn ich kleinere Portionen habe. Also mit so einer kompletten Ravioli-Dose oder so ist man bei dem hier ein kleines bisschen knapp bemessen. Aber gerade für so etwas kleinere Portionen finde ich das perfekt und mir gefällt auch das, dass es jetzt nicht ganz so rund ist, wie sonst diese Töpfe sind, sondern einfach ein bisschen was anderes einfach ist. Jetzt mache ich gleich den Essbitwürfel an. Wobei ich zugeben muss, in Kombination mit dem Essbit-Kocher ist es ein kleines bisschen eine wackelige Angelegenheit. Er passt zwar wirklich genau drauf, aber mit dem Fuß braucht man da auf keinen Fall hinkommen. Der Schweizer Notkocher, der ist wirklich exzellent, also der gibt so Power. Er ist ja genau richtig, wenn man eine größere Menge Wasser erwärmen würde oder möchte, sagen wir es mal so, nicht würde. Und da würde ich jetzt zum Beispiel keinen Essbitwürfel für das hernehmen, weil da ist einfach dieses Brenngel effizienter. Geschmacklich wirklich interessant, hat eine leicht rauchige Note.
Da ich jetzt am Ende viel weniger Power von meinem S-Bit-Würfel brauchte, da das sehr schnell warm war, habe ich nochmal kurz geswitcht, habe den Notkocher gelöscht, damit ich den nicht verschwende. Und der S-Bit-Würfel, der war ja eh schon an, also muss er auch abbrennen. Und da habe ich jetzt diesen Reis rüber gemacht. Der ist jetzt auch soweit. Den nehme ich jetzt mal kurz zur Seite. Und das heiße Wasser verschwende ich aber nicht. Das tue ich mir jetzt so lange in diesen Becher hier rein. Das werde ich dann nachher für einen Abwasch verwenden. Das mache ich mal ganz gern. Dann habe ich noch ein bisschen heißes Wasser. Dann lasse ich euch einmal noch mal ganz kurz drauf schauen, bevor ich loslege. Einmal Bautzner Würstchengulasch mit Naturreis. Bon Appetit! Ich habe jetzt auch heute nichts zusätzlich nachgewürzt oder frisches Gemüse dazu reingeschnitten, da ich einfach den Geschmack beim ersten Mal immer unverfälscht testen will. Vom Geschmack her durchaus okay. Ganz so würzig, wie es gerochen hat, schmeckt es nicht. Es hat, wie gesagt, so eine leicht rauchige Note. Für meinen Geschmack könnte es ein kleines bisschen dickflüssiger sein, die Soße. Wird wahrscheinlich auch so eine gute Portion Nudeln, die so ein bisschen Profil haben und saugfähig sind, auch gut dazu passen. Ich habe jetzt noch in Ruhe aufgegessen und inzwischen auch schon wieder mein Lager abgebaut, werde den Rückweg antreten. Also das Würstchen-Gulasch kann man durchaus essen. Ich sehe jetzt allerdings bei dem kein so ein Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt auch andere Würstchen-Gulasch-Fertiggerichte, wie zum Beispiel von Bus, den Freizeitmacher, mit Sicherheit ein bisschen eine größere Chemiekeule wie dieses Bautzner-Fertiggericht. Aber das ist genauso essbar. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr Bock habt, dann klickt gerne beim nächsten Mal bei mir wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.